Hä? Ja, herzlich willkommen zurück zu Ark, meine Damen und Herren. Head of Blood. Hallo! Ihr habt abgestimmt. Wir sollen an der Base ein bisschen rumschrauben. Ja, aber was heißt das denn? Das heißt vor allem erstmal. Das heißt erstmal, dass du bis gerade jetzt gemutet warst. Aber jetzt hören wir dich. Und du hast auch noch nichts Wichtiges gesagt, oder? Du bist halt einfach so ein kleiner Mongo! Morel! Achso, wie so ein Renner. Jetzt mal ganz kurz. Ja. Ist das für dich noch fein, dass wir das mit dem Stream anbieten? Mit was? Irgendwann mal einen Stream zu machen. Oder willst du das jetzt? Nee, nee, also. Ja, wir stimmen mal ab, ob wir mal einen Stream. So, aber jetzt mal. Ja, also Base. Das Ding ist ja. Bitches bei den Muddies. Hier ist deine Leiche, Kalle. Also gehe ich mal von aus, oder? Ja, schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein. Ey, lass mich los. Über den Abgrund. Was soll das wieder? Nee, ich lass dich. Machst du jetzt hier wieder Späßchen, ja? Nicht über die Fontäne! Nein, 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 nein. Das ist aber nicht die Leiche, die wir suchen. Die gehört nämlich Forny Dragon eigentlich. Aber gut, dann nimm mal. Wer? Forny Dragon. So heißt der. Wie kommen hier denn Leute auf dein lokales Spiel? Wer ist denn Forny Dragon? Junge, das sind diese MG-Leute. Ah, ne, das sind einfach die Drachen. Das sind die ganz normalen Drachen. Der hatte einfach. Das war einfach eine Leiche. Ach, lol. Ich dachte gerade, es wäre irgendein Nickname. Nee, ich hab die Leiche. Weil du sagst, du hast es so gesagt, als wäre. Oh, guck mal, ist vom Dieter. Ach so. So. Was sind so deine Visionen für diese Basis? Naja, im Endeffekt. Im Grunde genommen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier noch großartig was machen wollen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch. Du hast es halt angeboten. Ja, jetzt stecke ich da drin in der Nummer, da komme ich nicht mehr raus. Ja. Deswegen dachte ich mir, dass wir auf jeden Fall hier schauen, dass wir hier hochkommen, zu Fuß. Ja. Dass wir das hier irgendwie hinkriegen. Ja. Und vor allem, dass wir irgendwie auch schauen, Technik voranbringen. Bei uns. Ja, ja, klar. Also wir können den Fabricator und so bauen. Aber ich würde jetzt trotzdem es bei Holz lassen, weil... Ja, es sieht auch schön. Wir haben keine andere Bedrohung, es sieht schön aus. Alles andere dauert 10 Jahre zum Farmen. Deswegen, ich reite mal los und hol schon mal ein bisschen Holz. Genau. Und für euch da draußen nochmal, ne? Ich hab's beim letzten Mal schon gesagt. Wenn's passt, dann nehmen wir das auf hier mit Ark. Was ist das denn? Unnormal. Alter, was ist das? Ein Zebra. Wird vom Forny Dragon hier besudelt, ey. ja, und wenn es nicht passt, dann schaffen wir es halt nicht. Ja, dann passt es halt nicht. So, und dann gibt es halt mal eine Woche keinen Ark oder zwei. Ja, wenn ihr mehr Ark wollt, dann müsst ihr dafür sorgen, dass es besser geklickt wird. So. Weil dann hat er nämlich einen Druck im Tetra-Pack hinten. Das Video kommt übrigens am Donnerstag raus. Das Video kommt am Donnerstag raus. Und ja, wir, jetzt, da bin ich schon besoffen. Ja, ich auch. Da liegen wir beide nämlich schon am Strand am Malle, Anna. Nee, am Strand ja nicht. Achso, da auf unserem Hügel. Hacienda. Da, ne? Hacienda. Hacienda del Spandau. No! Okay, du kümmerst dich um Fabricator, Alligator. Yeah. Und ich mache hier so ein sexy Aufgang. Yeah. So wie ein Gangbang. Amina. Papa de Pou. Aber wir hatten doch letztens. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Action. Action Jackson. Action! Kennst du Axel Foley, Alter? Axel! Ja. Yeah. Ja. Nee, kennst du jetzt oder nicht? Na, ja, hab ich schon mal gehört, aber ich habe kein Gesicht gerade dazu. Eddie Murphy? Den kenne ich, das ist so ein Schwadder. Jo, das ist Axel Foley, Alter. Im was? Beverly Hills Cop. Ach so, echt? Oh, Beverly Hills Cop? Beverly Hills Cop. Cop. Singular oder Plural? Nee, Singular. Oh, scheiße! Oh, keine Ausdauer. Junge, acht doch mal auf deine Statuswerte. War letzte Mal, war das hier keine Lehre? Ich glaube, wir sind ein bisschen zu klein, kann das sein? Ach, dein Pimmel ist. Entschuldigung. Ja, so ist besser. So. Shit. Die Nummer 8. Aber ich baue hier schon mal, ne? Ich bin die Nummer 3. Hast du mal geguckt, wie lange das Rohmaterial ist? Hast du mal die Menge an Spielzeug gesehen? Ja, ja. Und an Spielzeit. Ja, dann. Na, da war recht. Hast du mal die Menge an Spielzeit gesehen? Aber krieg ich die Dragons kaputt? Krieg ich die Dragons? Nummer 3. Was kriegst du? Aber es geht voran. Geht so. So schnell, die meint dann das. Ich mach jetzt mal sneaky das Metal hier weg. Das ist Metal, Leute. So. Ja, also Ark macht uns Spaß. Mir schon. So. Wir haben ja gestern auch einen neuen Server gestartet, ne? Ja. Da werde ich andauernd gefragt, warum wir das dann nicht mal, nicht einfach mal wohl streamen würden, wenn wir abends zocken. Ja, von wem wirst du das gefragt? Ja, von Zuschauern. Ach, im Stream, oder was? Nee, unter den Kommentaren. Hier.
Hä, wir genau erzählen da. Das doch gar nicht, oder? Genau da. Wir haben das schon öfter gesagt. Ja, klar, gibt immer ein paar Leute, die gern zocken wollen. Nicht mit mir privat. Nicht mit mir, du! Ich habe ja da schon mal ein paar Anläufe hingemacht, ne? So 4, 5 Community-Servers habe ich ja schon hinter mich. War immer geil, so, für eine gewisse Zeit. Und dann, wenn ich immer alle weggenagelt habe, dann war es nicht mehr so geil. Dann war es auf einmal gar nicht mehr so. Oder generell, wenn jemand weggenagelt wurde, dann war halt immer Stress. Sehe ich nicht ein, dass ich hier, wenn ich hier einen für die so Community mache, so, dass ich mich dann tagtäglich mit dem Geheule hier mich drum kümmere. Weil, aber du brauchst ja auch Server-Admins. Also es ist ja auch verständlich. Ja. Wenn ich auf einen privaten WoW-Server gegangen bin und da hätte jemand Zero Fucks so aus Admin-Sicht auf mich gegeben, ja, mich und meine Problemchen, wäre ich auch getiltet. Aber du hattest doch mal so einen Server, wo die dich weggemacht haben oder wollten. Da hast du die nachts richtig geradet, ne? Hab ich gehört. Naja, also ich hab den aufgesetzt. Den Server. Den Server, ne? Ja. Ne? Wöchentlicher Stream so. Dann war ich eine Woche weg. Dann nächste Woche kam ich halt wieder. Aber der Fehler war, dass ich den Server zwischenzeitlich angelassen habe zum Wohle meiner Community. Weil ich gesagt habe, hier, ne, ich bin so Jesus, gib das Brot aller und ihr dankt dann. Mhm. So, ne? Ich breche eure Mütter. So. Dann komme ich wieder in einer Woche und dann war halt Arschlecken. Gab da halt so ein, zwei Typsen, die haben gedacht, wäre lustig, wenn sie einen Clan machen. Und die einziges Ziel ist es, innerhalb dieser Woche, wo ich nicht da bin, möglichst krasse Viecher, also die haben wirklich durchgezogen, muss man denen zugute halten. Die hatten alles. Etliche T-Rexe, Gigantosauren hatten die zwei Stück. Oh weia. Nach einer Woche, also die haben schon gut reingebrezelt. Den habe ich übrigens noch nie gesehen. Ja, ja, kommt noch. Und dann, kaum bin ich online mit Marcel damals, kommen die um die Ecke und boxen alles in Grund und Boden. Die haben nur gewartet für die Showtime, so, weißt du? Aber wenn ihr wieder online kommt. Ja, wenn wir online, wenn die Streams an sind, damit sie da vor laufender Kamera mich so demütigen, weißt du? Mhm. Und es ist dann irgendwie ein Erfolg so, wo ich mich ja bis heute frage. Naja, Ehre. Ist so ein Ding. Ja, Ehre nicht. Ne? Aber alles andere wohl. Schulhof, Ehre. So, weißt du? Ja, dann habe ich denen eine Ansage gemacht, habe die aufs TS also war wahrscheinlich auch ein Fehler, weil. Ach, noch mehr Spotlight quasi dann so. Nee, ich glaube, ich habe das sogar damals gemutet. Ich habe nur gesagt, komm mal, TS, Bruder, hier, ihr beiden. Weil die dachten dann, das wäre okay. Die wollten mir dann erzählen, dass es nicht böswillig war oder so. So, es war dann, ne? Und dann dachte ich so, hä, was? Und dann habe ich die aufs TS gebeten, Alter. Ich so, ja, ist hier ein Community-Server, so, ich mache das für euch, bin eine Woche weg und ihr rennt mir on-stream dann die Bude ein. Warum? So, was gibt da? Und die so, ja, ist halt PvP. Und dann wusste ich so, alles klar. Okay, wisst ihr was? Ist in Ordnung. Ist halt PvP. Sehen uns. Und das war die Zeit, wo ich mein Bein gebrochen hatte. Sprich, ich war quasi Hartz-IV-Empfänger. Oh Gott. Das sind scheiß Insekten. Und dann habe ich 2 Tage durchgeharrt und die alle weggemacht. Ich habe all deren Base eingerissen. Weißt du, da kommst du nachts rein in diese Gemeinschaftshalle, die die haben. Ja. Weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Und da liegen die alle, weil die ja sich ausgelockt, liegen die ja so K.O. auf dem Boden. Ja. Und ich gehe halt rein mit so einer Machete und steche die alle ab. Ein nach dem anderen. Das war so belohnt. Ja. Und dann bin ich zu den anderen gegangen. Es waren 2 Kampf. Die habe ich auch noch weggemacht. Ja, schüsse. Ah, das war eine gute Zeit. Mit der Michelle. Ja, die spielt. Und so in einem engeren Kreis, sag ich mal. Auch, witzigerweise, auch aus der Community ein paar. Die habe ich dadurch kennengelernt. Mit denen habe ich dann nach einem Jahr nochmal gezockt, so privat auch. Hm. Der Silke aller, Grüße gehen raus. Und der Babo Mega King, ja, so heißt er. Unnormal belohnender Typ, hat, glaube ich, 5000 Stunden in Ark oder so. Krass. Krass. Ja, und mit denen so, das war so, ja, Vierer-Squad, sag ich mal. Waren noch ein paar andere dabei, die, ja, haben nicht ganz so krass durchgezogen wie wir vier. Und wir haben alles weggefickt. War geil. Aber da bist du, bei sowas bist du ja dann auch immer fickrig, da, ne? Kann ich auch nicht. Also, das ist, weißt du, wer große Fresse hat, der muss auch einstecken können. Das ist die Devise. Und das sehe ich ja bei mir auch so. Deswegen habe ich auch gesagt, als ich gemerkt habe, okay, deren Argument ist halt PvP, spiele ich jetzt nach euren Regeln, ist ja fein, machbar. Spiele ich auch PvP? Ja, genau. Und da habe ich die richtig weggefickt, Alter. Und die haben bis heute Albträume, sag ich mal. Ja, geile Story. Ja, danke. Geil, ihr übelste Wichstücher. Ja, schnapp mal rein. So, ich habe hier ein bisschen Metal jetzt drin. Metal, Leute.
Kennst du hier? Ja, den Drachenlord. Drachenking. Ich frage mich jetzt, ich habe noch nie einen Fabrikator gebaut. Ist nicht schlimm. Ich kann den auch noch gar nicht. Ich habe auch 1000 Punkte Fabrikator. Du brauchst, glaube ich, dafür auch Perlen. Wie heißt das Sprichwort nochmal? Perlen für die Säulen? Nee, brauche ich nicht. Ich brauche Kristall. Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie das heißt. Perlen für die Säulen oder so? Wie heißt denn jetzt Sprichwort? Ich google das. Spart euch die. Jedenfalls, für den Fabrikator brauchen wir Kristall, Metall, Zement, Zündpulver und Öl. In der Lutherbibel heißt es, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben. Weiß auch jeder, was gemeint ist, finde ich. Ihr sollt das Heilige nicht von Hunden, nicht den Hunden geben. Soll ich jetzt meinen Dick Falco geben, oder was? Nee, mach das nicht, ey. So, egal. Und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen. Ja, die Perlen, das sind aber Weiber. Lol, meint er das? Ja. Hä, ist doch als klar. Als ob die damals im Mittelalter gesagt haben, Perle, komm mal mit. Ja, klar. Also umgangssprachlich sagt er, passt halt auf euren Stuff auf. Ne? Gibt viele Spastis da draußen. Und eure Bitches, ne? Halt die safe, Alter. Kurze Leine. Oder was? Ach so, geht noch weiter. Damit sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Bruder, hey, jetzt kapier ich okay, jetzt, also der letzte Satz hat doch gekifft. Der letzte Satz hat auf jeden Fall wenig Sinn ergeben. Luther. L-U-T-H-E-R. So, hier San Miguel gibt's auf Malle, ne? Ja, geil. Ist das... Endlich kommen hier mal die ordentlichen Themen auf den Tisch. Das ist gut. Ja. Wir hatten ja mal hier unseren krassen Bier-Podcast, Alter. Wurden so ganz oft, also wirklich oft, wirklich, wirklich oft haben Leute schon geschrieben, dass wir mal einen Podcast machen sollen. Aber machen wir nicht. Das Ding ist halt so, also ja, ich habe schon öfter mit dem Gedanken gespielt. Dann habe ich irgendwie so gemerkt, eigentlich spielst du jetzt gerade nur mit dem Gedanken, weil irgendwie alles macht. Genau. Das, also, genau. So ist ich habe dann so überlegt, ich habe einen übelsten Redebedarf und der kommt halt überhaupt nicht mehr zum Tragen, dadurch, dass ich meine Kanalumstrukturierung hatte. Auf jeden Fall dachte ich dann, boah, nee, so ein Podcast aller, eigentlich würde ich den jetzt echt nur machen weil alle das und machen. Ich muss auch sagen, ich höre keinen Podcast. Ich auch nicht. Ich finde das so arschlangweilig. Also ich muss sagen, am Anfang habe ich mir den von Niklas und Patrick angehört. Brillen und Bärten. Ja, mit Simon Kosche und Niklas. Genau. Und dem... Und dem Patrick, den Gitarrist von den Lochis. Ja, ehemalig. So, stimmt. Und da war es nämlich so, da habe ich ab und zu mal reingehört, aber das war dann auch, auf Dauer war das auch wieder nichts für mich. Und jetzt hat ja der Sturmwaffel mit Fischkopf da seit einigen Wochen da was am Laufen. Ja. Dieses zweite Mal. Ganz ehrlich, jeder hat einen Podcast. Ja. Nenn mir irgendeinen Typ, der keinen Podcast hat. Selbst Niklas Hennings hat einen Podcast. Ja. So. So, David hat ja einen. Ja, stimmt, mit Robin, ne? Und nicht mal da schaffe ich es, so als Buddy, den halt zu verfolgen. Ich habe auch vielleicht nicht die Gelegenheiten im Alltag dafür. Vom Bett gehen will ich halt eher zocken. Ja. Und da zocke ich dann auch immer. Gut. So, und das auch immer Multiplayer, sprich, hab Leute halt im TS, da ist nicht mit Podcast hören. So. Du, sag mal. Sag mal. So, ich fahre halt auch nicht mehr 10 Jahre Öffi, so. Stimmt, das und spielt deswegen, auch mit rein. Man ist ja auch nicht mehr so viel unterwegs. Ja. Ja. So, und ich glaube, zur Schulzeit, yo, da wäre es das was gegeben. Aber zu meiner oder unserer Schulzeit, ey, da hatte man ja nicht mal Internet auf dem Kack-Handy so. Ja, das stimmt. Weißt du? Oh, doch. Geschweige denn Smartphone, gab es ja nicht. Aber im Abi, im Abitur, bei Biologie bei Frau Funke. Wenn du das siehst, Frau Funke. Funke oder Funke? Funke, also wie der Funken, wenn der Funken überspringt. Der springt rüber. So, der ist bei mir auch rübergesprungen, als ich mein iPhone gezückt habe auf dem Klo und dann erstmal nach Mayonnaise, Aminöse oder wie. Lol, du hast geschiedet? Ja, ein bisschen. Aber das war auch Biologie, sag mal. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein kann, ich habe nämlich nicht einmal in meiner gesamten Schulzeit abgespickt oder auf dem Klo gespickt. Nicht einmal. Nicht einmal? Nee. Also ich weiß nicht, ob ich Schiss vor hatte oder ich scheiße halt so sehr darauf, mir ist das so scheißegal. So scheißegal. Ja, weißt du, wie ich meine? Ja, so, Alter. Mir war nie danach irgendwie. Vielleicht warst du auch schlau genug. Da hapert es bei mir nicht schon wieder. Ach so. Ja, gut. Wie findest du das hier? Ja, das ist auch im Style der anderen Rampe, ne? Sag ich jetzt mal. Das ist nicht schlecht. Aber diesmal hast du halt Holzpfeiler genommen, ne? Nur, um das einfach anzumerken. Ja. Ah ja, wir wollten so einen Mix machen eigentlich, ne? Wäre aber ist für mich auch so voll. Aber weil ich finde, das halt sieht da unten auch ziemlich scheiße aus, dass die da so rausgucken. Bin ich ehrlich. Ja gut, aber Pfeiler, also generell das Bauen in Ark. Wir haben ja Conan gespielt neulich. Ja. Das Bauen in Ark ist halt richtig scheiße. Und das merkt man erst wieder, wenn man ein geiles Bausystem in einem Survival-Game hat. Mhm. Wie gesagt, bei Conan ist es einfach nur Schockhüsel, so, weißt du? Naja, auf jeden Fall. Oh, nochmal. Ich habe die Gelegenheiten ergriffen. Ich war aber auch nie jemand, ich muss auch sagen, und da nehmt euch bitte kein Beispiel dran, ich war stinkefaul in der Schule. Also wirklich, ich habe keinen Bock gehabt. Ich wollte einfach nur in ein Schwimmbad oder in Sportgarten. Wir hatten so einen geilen Sportgarten bei uns um die Ecke. Ja, aber ich war auch bis zur 10., 11. Klasse ultra faul und war nur gut in der Schule, weil meine Mutter mich einfach Tag ein, Tag aus
richtig gedrillt hat. Also ich sollte sogar jeden Tag, muss ich mir vorstellen, weil ich war auf der Waldorfschule, Privatschule, ist ja nicht so Standardlehrprogramm. Ja gut, okay. Dann ist sie losgezogen und hat alle Lehrbücher, also diese Hefte, die man so durcharbeitet in der staatlichen Schule, hat die gekauft. Lol. Und ich musste jeden Tag da auch drin zwei Seiten machen. Krass. Ja. Okay, meiner Mutter war halt alles scheißegal. Und ja, gut. So, und was ist aus dir geworden? So frage ich jetzt. Ja, gut. So, ich habe nicht mal studiert auch, ne? Ist halt dumm. Aber eigentlich muss man bei mir sagen, was obwohl, oder was also was trotzdem aus mir geworden ist, weißt du? Ja, ja, ich weiß, wie ihr meint. Ja. Aber dadurch gab es ja übelst den Krieg tatsächlich, weil ich hatte halt auch natürlich keinen Bock so. Ja, du wolltest zocken, als ne? Als Zwölfjähriger oder so, wenn du da einen Rechner hast mit Age of Empires 2 oder Siedler 3, da willst du halt jetzt nicht von der staatlichen Schule Sachen machen, die du ja nicht mal machen musst. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, weiß so, ich. Einfach nur, weil deine Mutti das will. Ich hab die dann versteckt und so und hab gesagt, keine Ahnung, wo die sind, alle Mutti. Ich muss sagen, als ich noch damals bei meiner leiblichen Mutter gewohnt habe, da war ich auch ein richtiger Rebell. Aber sobald ich umgezogen bin, was dann in eine richtige Familie, sag ich jetzt mal, da war es ganz anders. Da war es ganz anders. Da hab ich gehört. Hast du mal was Verbotenes gemacht? Alter. Ich war wirklich auch echt so ein Rotzbengel. Ja? Ja. Ich hab zum Beispiel, was ich so gemacht habe, ich hatte auch vielleicht gegebenenfalls ein bisschen schlechte Einflüsse hier und da mal. Ich habe echt viel Scheiße gemacht. Also, so zum Beispiel, also wirklich, auch wo ich richtig jung war. Ich meine, das fängt so ein bisschen soft an mit, sind mit dem Fahrrad los, ich habe ja Dorf gewohnt. Mhm. Und wir sind dann so zum Altpapier, hier, wie nennt man die? Ja, diese Müll. Die Container, Altpapiercontainer. Yeah. Oh, oh. Und dann haben den ganzen Tag oben drauf gechillt und haben dann so darin gestöbert. So. Achso, ich dachte, ihr habt die jetzt angezündet. Nein, nach so Otto-Kalögen oder so. Und haben uns dann die BHs da reingezogen. Richtig belohnt, was? Also überhaupt nicht, aber. Richtig belohnt! Ja, so wurde ich heute fragst, Alter, was ging denn in deinem Kopf? Jo, auf jeden Fall. Da kamen auch ab und an Leute und haben gesagt, Alter, verpisst euch mal von den Containern. Seid ihr noch ganz so wie richtig? Die Waschbären da am Rumwühlen, weißt du? Aber auch viel Scheiße gebaut. Also jetzt nicht so richtig asoziale Kackscheiße, aber schon so ein Lausebub war ich. Schöner Dünnschiss. So also ich habe jetzt keine Leute belästigt, außer es war Halloween. Da habe ich auch echt viel Scheiße gebaut. Halloween war. Damals tatsächlich, glaube ich, würde ich sagen, mit Silvester mein Lieblingstag. Das waren wirklich die beiden Anarchietage für mich im Jahr. Wo du so ein bisschen ausrasten konntest. Und Silvester habe ich auch, ich hatte einen Kumpel damals, mit dem habe ich jedes Silvester verbracht, über 4-5 Jahre. Mit dem habe ich auch richtig viel Scheiße gebaut. Also so Raketen auf Balkone gezielt und in Kleiderspender Böller reingeschmissen, damit es euch rumst. Und all so eine Scheiße. Weißt also du, was, richtig aus. Weißt du, was wir Silvester immer gemacht haben? Kennst du diese römischen Lichter? Wo so dreimal jo. So, piu, piu, piu. Klar. Da haben wir uns immer gegenseitig mit beschossen. Ja, aber das ist okay, wenn man das unter sich macht, finde ich, aus heutiger Sicht. So, wenn du halt so dumm bist und dich da verletzt. Aber ich habe damals halt auch Mülleimer und... Ja, gut. Also ich meine, ich habe jetzt keine Leute abgefuckt. Sowas halt nicht. Aber ich war halt so ein Michael von Lönneberg, weißt du? Ah, okay, so ein kleiner... So ein richtig kleiner Rotzlöffel. Hast du auch mal so kleine Holzfiguren geschnitzt? Nee. Naja, war auf der Waldorfschule, muss ich schon mal überlegen. Mein Opa hat mir richtig viele Waffen gemacht. Aus Holz. Also, bevor du das erzählst, wir kriegen hier kein Öl, ne? Ich habe jetzt hier das ganze Wasser abgesucht. Das ist immer unterirdisch. Ja, aber es ist ja alles flach. Das kennst du ja von Dodo Wars, oder? Ja, ja, aber das ist alles flach. Das ist alles, man sieht das ja immer, dass es so an die Oberfläche dann so ran. Ja, also was man machen kann, wir können dahin fliegen, wo wir herkamen hier. Wo wir herkommen. Wo die Robo-Drachen sind. Mhm. Und die farmen, die abfarmen. Oh, ich kann einfach zur alten Base fliegen. Da ist bestimmt noch Öl drin. Das kann gut sein. Übrigens, auch wurde ganz oft geschrieben, dass unsere Karte aussieht wie ein Penis. Hier ist ein Ei. Alter, wer? Wie? Also da unten und oben? Ja, aber so ein... Also ich verstehe es schon. Nee, ich nicht. Damit einem sowas auffällt, muss man ja echt sexuell unausgelastet sein. Also richtig. Also ich denke mir so, wenn ich auf eine Map gucke, dann denke ich doch nicht... Das sieht aus wie ein Penis. So, hä? Ja, gut. Hallo, ist die Fatma eigentlich noch da? Komm, hier stehen noch ein paar Viecher. Villeroy und Boch. Dass die noch leben. LOL, ich sag gerade noch, die leben alle. Und dann wird die Fatma hier weggemacht. Guck mal, er macht jetzt alle weg, weil der Level 145. Aber kill den mal und guck mal, ob der... Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Klar. Wird jederzeit einfach rein. Ich will einfach nur das Haus leben. Und bei einem Drittel kannst du kurz hochfliegen. Dich rausfliegen. Ah, siehst du, haben wir. Ist ja easy. Das haben wir. Geil. Da habe ich auch das Öl, was ich brauche. Ja, haben wir alles geschafft, was ich hier machen wollte. So, ich habe jetzt hier alles für den Fabrikator besorgt. Das heißt, wir zimmern den mal eben zusammen. Knall diese Schlampe die ganze Nacht. Knall sie die ganze Nacht. Ah. Was meinst du hier?
Ja, das ist ein schöner Gang auf jeden Fall. Das ist eine gute Verbindung. Also mittlerweile, ich muss natürlich sagen, wir hatten da ja irgendwie so diesen Modern-Gedanke, dass wir sagen, okay, das sieht jetzt hier ein bisschen Modern-Villa aus, ein bisschen Hollywood. Das kommt noch. Weißt du, wodurch? Gewächshausglas. Gewächshauswände und so. Schauen wir mal, was wir die Folge so geschafft haben. War so eine, wirklich so eine kleine Podcast-Folge. Guter Henno, der hatte jetzt hier nochmal so eine Rampe gebaut, damit wir hier nicht immer mit dem Drachen hochfliegen müssen. Des Weiteren habe ich dann hier noch den Fabricator besorgt. Drei unserer Dinos sind gestorben. Rip, Villeroy und Boch und Fatma. Und ich würde sagen, Warte. Ja, gut. Für Wände, also hätte ich auch noch gern gemacht, aber Kalle will nicht mehr. Also der Kalle mag auch nicht so. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Deswegen will er dann auch schnell mal die Folge umhaben. Diese Folge wird locker 20 Minuten gehen, weil wir so viel geschnackt haben. Ja, ja, weil du zu faul bist zum Cutten. Ich sag nicht. Alter! Sagt der einen Cutter hat! Ehre! Ja, Kalle. Also ich würde dir gerne, ja. Ja, was würdest hat du... Hat Spaß gemacht. Was würdest du denn noch machen? Nee. Komm jetzt, lass. Musik.